Meine Damen und Herren, zum Programmschluss noch einmal Nachrichten der Heute Redaktion. Die Hinweise auf eine Freilassung der amerikanischen Geiseln in der Teheraner US-Botschaft verdichten sich. Präsident Carter sagte am Abend in Washington, er sei jetzt optimistischer als letzte Woche. Der Sprecher von UNO-Generalsekretär Waldheim kündigte an, schon bald werde die Zusammensetzung einer internationalen Kommission bekannt gegeben, die angebliche Verbrechen des gestürzten Schahs untersuchen soll. Der iranische Außenminister Ghobzadeh erklärte in Paris, dies bedeute jedoch noch nicht, dass alle Geiseln sofort freigelassen würden. Damit sei erst zu rechnen, wenn die Kommission ihren Bericht vorgelegt oder schon mindestens 2 Wochen gearbeitet habe. Der jugoslawische Staats- und Parteichef Tito kämpft mit dem Tod. Sein Zustand sei unverändert kritisch, hieß es im letzten ärztlichen Bulletin. Bundeskanzler Schmidt und der belgische Ministerpräsident Martens sind sich einig, dass Entspannung ohne Abrüstung nicht möglich sei. Schmidt sagte zum Abschluss seines Besuches in Brüssel, das militärische Gleichgewicht müsse aufrechterhalten und dort, wo es bedroht sei, wiederhergestellt werden. Das Europäische Parlament ist für einen Boykott der Olympischen Sommerspiele in Moskau. Außerdem verurteilten die Parlamentarier in Straßburg die Sowjetunion wegen der Verbannung des Regimekritikers Sacharow. Der polnische Ministerpräsident Jaroszewicz wird sein Amt niederlegen. Ihm war auf dem Parteitag der polnischen Kommunisten die Hauptverantwortung für die anhaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten angelastet worden. Die italienischen Christdemokraten werden nach den Worten ihres Vorsitzenden Sacconini den Kommunisten keine Kabinettssitze einräumen. Zugleich setzte er sich vor dem Parteikongress dafür ein, mit allen Parteien, einschließlich der Kommunisten, zu sprechen, um die politische Gewalt in Italien zu beenden und die wirtschaftlichen Probleme zu überwinden. Die Opel-Werke in Rüsselsheim wollen ihre Produktion einschränken. Es würden deshalb jedoch keine Arbeiter entlassen, erklärte der Generaldirektor des Unternehmens Wartes. Die Erwerbstätigen in der Metallindustrie von Rheinland-Pfalz erhalten rückwirkend zum 1. Februar 6,8% mehr Lohn oder Gehalt. Die Niedrigverdiener bekommen eine einmalige Zahlung zwischen 30 und 165 Mark. Und nun zum Sport. Fußball. Durch einen 2:0-Sieg über den Zweitligisten VfL Osnabrück qualifizierte sich der FC Schalke 04 für die Runde der letzten 8 im DFB-Pokal. Am zweiten Tag der Olympischen Winterspiele in Lake Placid gab es 3 Entscheidungen. Die 2. Goldmedaille für die Sowjetunion errang Raisa Smetanina im 5 Kilometer Skilanglauf der Frauen. Die 18-jährige Dresdner Oberschülerin Karin Enke wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann souverän die Entscheidung im 500 Meter Eisschnelllauf der Damen. In der gleichen Disziplin siegte bei den Herren mit neuer olympischer Rekordzeit die amerikanische Goldhoffnung Eric Heiden. Zum Schluss die Wetteraussichten. Bedeckt oder neblig trübe mit geringfügigem Niederschlag. Später im Norden etwas freundlicher. Temperaturen 5 bis 8 Grad Celsius. Mit diesen letzten Meldungen, meine Damen und Herren, ist das Programm des ZDF beendet. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.